Ja, Daniel Kälteroll, 2:1 gewonnen bei der Reserve von Werder Bremen. Glückwunsch dazu. Wie schmeckt die Tabellenführung? Ja, die schmeckt auf jeden Fall gut. Ich finde, wir haben uns die verdient. So ein Spiel haben wir auch gebraucht. Wir können nicht jedes Spiel irgendwie überlegen sein. Die hatten gute Chancen, wir hatten gute Chancen, sind effektiv. Und deswegen stehen wir nicht ohne Grund da oben. Ich glaube, heute haben wir auch das erste Mal gezeigt, dass wir in der Lage sind, in dieser dritten Liga ein Spiel zu gewinnen, ohne unsere optimale Leistung abzurufen. Ich glaube, das muss man schon so ehrlich zugeben, dass wir heute in der zweiten Halbzeit schmeichelhaft in Führung gegangen sind und mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Glück und überragenden Torwart brauchten, um das Ding dann über die Runden zu bringen. Aber am Ende zählt das gerade auswärts nicht. Ich finde auch, die Auswärtsstatistik ist jetzt mit 2 Siegen und 2 Unentschieden beeindruckend. Insofern stehen wir mit Sicherheit zu Recht da oben. Ja, Nico Brandenburger, 2:1 gewonnen bei der Reserve von Werder Bremen. Wie schmeckt die Tabellenführung? Ja, schmeckt sehr gut natürlich. Ich denke, jeder steht gerne ganz oben auf dem ersten Platz. Haben wir uns hart erarbeitet, auch über dieses Spiel. Steckt viel Kampf drin, viel Arbeit und ja, nicht ohne Grund, dass wir da oben stehen. Ja, ich glaube, dass man ja erstmal sagen muss, dass ein Riesenlob natürlich der dritten Baller gebührt. Denn kamen wir auch sehr, sehr unvorbereitet ins Spiel, weil wir direkt gezwungen waren mit Bonnet. Vor allen Dingen einen sehr, sehr aufbaustarken Innenverteidiger zu ersetzen. Und ich finde, das hat Cedric sehr, sehr gut gemacht. Er war sehr, sehr schnell im Spiel und hat auch seine Tugenden wieder mal eindrucksvoll auf den Platz gebracht. Bernhard Guerra hat heute für mich ein sehr aufmerksames Spiel gemacht. In vielen Situationen hat man ihm angemerkt, dass er sich verantwortlich fühlt, dafür Situationen zu klären. Ich glaube, das war dann auch symptomatisch, dass er, wenn ich das richtig gesehen habe, nach der Parade von Tim dann auch beteiligt war an der Rettungsaktion. Er akzeptiert eben dann nicht, dass jemand irgendwo so diesen Abstauber reinschießt, sondern er haut sich dazwischen. Das ist das Innenverteidigerspiel, was ich die ganze Zeit coache mit den Jungs. Und wenn das dann im Spiel mal so umgesetzt wird, in so einer schwierigen Konstellation, dann freut einen das natürlich. Es ist ein drittes Saisontor, dreimal auswärts. Wann triffst du zu Hause mal? Ich weiß nicht. Ich hoffe, das nächste Spiel. Aber es ist egal, wer die Tore macht. Hauptsache, wir gewinnen. Das ist scheißegal. Ich denke, das 1-1 hat uns dann schon ein Stück weit erschüttert, weil es ja so aus dem Nichts gefallen ist. Und in der Folge muss man dann echt sagen, so ab der 35. war Werder Bremen in Summe dann schon eigentlich über die gesamte Spielzeit überlegen. Auch wenn wir die ein oder andere Möglichkeit in der zweiten Halbzeit hatten, aber bei uns war schon relativ viel Stückwerk. Währenddessen Bremen aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit wirklich einen sehr guten, gebundenen Fußball gespielt hat. Aber am Ende zählt, wer eben seine Chancen eiskalt nutzt. Und wir haben heute wieder mal nach einer Standardsituation zugeschlagen. Heute dein erstes Tor für die Fortuna, gleich das Siegtor. Glückwunsch. Wie hast du die Szene wahrgenommen? Ja, war eine Ecke. War viel gerangelt, ich köpfe mal ein, muss ich mal nachher nochmal angucken, wie es ganz genau war, ging alles zu schnell, aber ich freue mich natürlich, der Mannschaft helfen zu können mit meinem Tor und ja, ein Tor ist immer geil. Ja, und Nico, glaube ich, ist seitdem er gegen Osnabrück ins Spiel gekommen ist, eine wichtige Konstante, weil er eben eine perfekte Ergänzung zu Mike Hegel darstellt. Also man könnte fast sagen, so alles, was der Mike, und das ist ja nicht allzu viel, aber alles, was ihm vielleicht nicht so in dem überragenden Maße liegt, das wiederum ist genau Nikos Spiel. Ne? Da geht es vor allen Dingen um die Beweglichkeit vor der Abwehr. Er räumt sehr, sehr viele Zweikämpfe weg. Er ahnt sehr, sehr gut Passsituationen des Gegners. Und darüber hinaus ist er ausreichend ballsicher, um eben als zusätzliche Anspielstation noch zur Verfügung zu stellen. Und dazu ist es natürlich so, dass wir schon in der Vorbereitung gesehen haben, dass der Spieler über ein gutes Kopfballspiel verfügt in der Offensive. Er hat ein gutes Gefühl, wann er in welchen Raum sich irgendwo reinstehlen muss. Das hat er heute hervorragend gemacht. Wie schwer war das Spiel heute bei den Bedingungen? Ja, sehr schwer. Ich denke, Bremen hat es uns auch schwer gemacht, haben super Fußball gespielt. Von daher war das ein hart erkämpfter Sieg. Wir mussten da alles reinwerfen und letztendlich denke ich auch mit ein bisschen Glück, aber es gehört dazu. Von daher auch, ja, verdienter Sieg.